mit Sicherheit alle wisst, sagen manche Bilder einfach mehr als 1000 Worte. Ganz nach diesem Motto spare ich mir heute mal das Reden am Anfang und präsentiere euch 10 berührende Bilder, die ganz besondere Momente festhalten. Viel Spaß! Nummer 10. Rabauke. Wer Kinder hat, weiß, dass man manchmal die Geduld der gesamten Menschheit aufbringen muss, um sein Kind nicht impulsiv in den Boden zu stampfen. Genau so ergeht es auch diesem Löwen. Nummer 9. Tierische Rettungsaktion. Wenn man auf den Philippinen wohnt, gehören Überschwemmungen und Unwetter leider zum traurigen Alltag. Dabei ist es für die Anwohner schon schwer genug, sich selbst, die Angehörigen, geschweige denn ihre Habseligkeiten in Sicherheit zu bringen. Dieser Mann lässt sich durch die Wassermengen jedoch nicht beeindrucken und rettet einen ganzen Korb voller schutzloser Welpen aus einem zerstörten Haus, während ihm 4 Hunde dabei zusehen und die gesamte Zeit gebannt auf die Rettung ihres Nachwuchses warten. Nummer 8. Träume wahr werden lassen. Diese Familie macht nicht nur vor, wie man sich ordentlich in Reihe und Glied für ein Foto präsentiert, sie zeigen außerdem noch ganz besonders, was es bedeutet, Durchhaltevermögen zu haben. Denn der Grund für die 8 Kinder des Ehepaars ist nicht etwa das Einsacken des Kindergelds, sondern ein anderer, eher romantischer. Der Vater wollte nämlich unbedingt um jeden Preis 2 Söhne zur Welt bringen und so versuchten es die beiden immer und immer wieder. Und schwupps, nur 7 Geburten später war es endlich soweit. Der erste Junge kam zur Welt und so schoben sie direkt den nächsten Braten in die Röhre, sodass auch endlich Sohnemann Nummer 2 dazu kam. Nummer 7. Pure Aufopferung. Ein Wort. Mutterliebe. Denn während sich die erwachsene Hundedame in das winzige Körbchen ihres Welpens quetscht, kann dieser sich auf dem großen, aufgeplusterten Kissen ausbreiten. Ich behaupte einfach mal, dass die beiden auch zusammen auf das Bettchen gepasst hätten, aber da wären wir wieder beim Titanic-Szenario. Nummer 6. Brandopfer der besonderen Art. Infolge einer schweren Dürre im Jahr 2009 zerstörten Waldbrände große Teile der australischen Flora und Fauna. Dieses Bild zeigt, dass die zuständigen Feuerwehrmänner nicht nur ihre Leben aufs Spiel setzen, um Menschen zu retten, die in den betroffenen Gebieten wohnen, sie kümmern sich auch um die eigentlichen Besitzer des Waldes, nämlich die tierischen Bewohner, und versorgen wie eben auf diesem Bild die Koalas mit genügend Trinkwasser. Nummer 5. Unsterbliche Treue. Einfach herzzerreißend. Dieser Hund eines US Marine Soldiers kauert vor dem Grab seines verstorbenen Herrchens und scheint sichtlich zu trauern. Der Soldat fiel zwar im Kampf, sein Hund jedoch beweist ihm bis in die Ewigkeit seine Treue und Loyalität und wird ihm höchstwahrscheinlich niemals von der Seite weichen. Nummer 4. Großer Verlust. Das Gesicht dieses Mannes sagt mehr, als Worte es ausdrücken könnten. Nachdem sein Haus einem Erdbeben zum Opfer gefallen war, fand er in den Trümmern ein altes Familienalbum. Beim Anblick seiner verstorbenen Angehörigen bricht er inmitten der Ruine zusammen und kann seine Trauer nicht mehr zurückhalten. Ohne Worte. Nummer 3. Eine gute Tat. Was zuerst ziemlich kurios aussieht, entpuppt sich auf den zweiten Blick als wahre Heldentat. Die Kinder links im Bild müssen jeden Tag um ihre nächste Mahlzeit kämpfen und leben in der Stadt Neu-Delhi weit unter der Armutsgrenze. Zwei freiwillige Lehrer geben jeden Tag kostenlosen Unterricht, damit diese Kinder vielleicht die Chance auf eine bessere Zukunft haben. Nummer 2. Friedliche Wasserschlacht. Während andere Bilder von Demonstrationen eher von Brutalität und außer Kontrolle geratener Gewalt geprägt sind, ist dieses Foto komplett anders. Denn hier kommt es nicht darauf an, auf welcher Seite des Zauns man steht, denn wir sitzen streng genommen alle im selben Boot. Polizisten sind auch nur Menschen und müssen mehr als nur manchmal einen sehr, sehr schweren Job machen. Dieser Tag jedoch zählt Gott sei Dank nicht dazu. Und meine Nummer 1. Die Chronologie eines Lebens. Zu diesem Bild muss ich, glaube ich, nicht viel sagen, oder? Respekt an dieses Kind. Damit bin ich auch schon wieder am Ende für heute. Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Was haltet ihr von den Bildern? Kanntet ihr sie schon oder waren sie komplett neu? Lasst mir doch eine positive Bewertung da, wenn euch das Video gefallen hat. Und sonst sehen wir uns wie immer beim nächsten Mal wieder. Reingehauen!